Albert Fußmann, Institut für Jugendarbeit in Gauting, Fortbildungseinrichtung vom Bayerischen Jugendring. Schwerpunkt: kulturelle Bildung und Medienarbeit. Bezogen auf die Medienarbeit oder? Also mein Lieblingsprojekt wäre eigentlich, für die ganzen Leute, vor allen Dingen, die in der offenen Arbeit sind, die Möglichkeiten zu erschließen, die man mit den neuen Medien hat. Weil ich den Eindruck habe, dass da unheimlich viel Traditionelles mitgezogen wird. Und dann wird manchmal transportiert, man erreicht die Jugendlichen nicht, aber die Jugendlichen erreichen sich selbst. Und warum erreicht die Jugendarbeit die Jugendlichen nicht? Weil einfach die Zeit schneller vergeht, wie die Strukturen der Jugendarbeit sich verändern. Und auch manchmal die Köpfe der Mitarbeiter. Und deshalb, ich bin hier in Gauting seit 15 Jahren und seit dieser Zeit geht es mir darum, nicht nur speziell Medienpädagogen zu erreichen, sondern alle Leute, also Fachkräfte, Erzieher und Sozialpädagogen, die mit Jugendlichen zu tun haben, zu begeistern, dass man mit diesen Medien auch neue Arbeitsformen machen kann. Und ich sehe es nur ein, wir haben in den 90er Jahren angefangen mit Internetcafés. Und jetzt die großen Fragen, wie vernetzen wir uns mit unseren Jugendlichen? Und was mir wichtig ist dabei, dass man nicht nur die Kommunikation sieht, sondern eben auch die Möglichkeit, was Kreatives zu machen. Ich komme von der Kulturpädagogik, deshalb mein Leitsatz ist, man kann nicht mit nichts erziehen. Also ich brauche irgendeinen Gegenstand, über den ich zusammenarbeite. Wenn ich nicht zusammenarbeite, bleibt es eine oberflächliche Beziehung, wo Macht und Zufall einfach die Prinzipien sind, aber nicht, dass man gemeinsam an irgendwas beteiligt ist. Darum geht es mal. Ja. Ja, Gautinger Internettreffen. Ich habe es gestern in der Einleitung gesagt, das absolut Spannende ist, wir sind Zeitzeugen. Was andere Generationen nur in Kriegen erleben, erleben wir hier live und ohne uns weh zu tun, nämlich Umwälzungen in wirklich rasanter Zeit, und wir begleiten das und haben sogar Einfluss darauf, was damit geschieht und wie es geschieht. Und diesen Vergleich von Jahr zu Jahr, was ist das Thema? Gut, dafür sind wir mitverantwortlich und seit ein paar Jahren geht es mir darum, Internet als Betriebssystem der Gesellschaft einfach zu schauen, dass eben nicht nur das Internet sozusagen medienpädagogisch begriffen wird, sondern das geht ja viel weiter, und ohne aber die Medienkompetenz wird man das Betriebssystem nicht verstehen. Also es geht in Zukunft, Betriebssystem Gesellschaft heißt vermutlich Internet, vielleicht nennt es irgendwann noch anders, aber dafür brauche ich eben eine gewisse Kompetenz auf allen Gebieten, und das war letztes Mal mit dem Herrn Dück ein Ansatz, dieses Mal der Christoph Kappes hat es gestreift und wir werden da weitermachen. Da wird auch vielleicht beim nächsten Mal der Aspekt der Ökologie eine Rolle spielen, aber einfach zu sehen, was sich hier alles verändert in dieser Zeit, und das andere ist halt, was verändert sich auch bei den Teilnehmern. Ne, früher sind wir mit 150 IP-Adressen ausgekommen. Wir müssen jetzt die nächste Marge kaufen, weil mittlerweile viele mit drei Geräten hier rumhocken. Daran sieht man auch, ne, also die sind gleichzeitig, machen sie eine Präsentation, bearbeiten sie auf ihrem Laptop, ne, dann haben sie ihr Handy dabei und schließen, um zu twittern und sich nicht die Finger zu verknoten, haben sie noch ihr iPad dabei. Also da sieht man einfach, das ist multifunktional, wird das mittlerweile, und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, es stört aber auch gar nicht so viel. Das finde ich frappierend, dass es so ineinander übergeht. Ja, Ökologie habe ich schon gesagt. Das ist, glaube ich, ein Bereich, der ein bisschen zu viel ausgeblendet wird, wobei ich das umfassend meine, nicht nur grünes Internet. Dann verfolge ich derzeit so ein bisschen, was ich, wenn ich das richtig sehe, publizistisch vor allen Dingen im Wirtschaftsteil von der FAZ in letzter Zeit in größeren Artikeln gezeigt hat, dass darauf spekuliert wird, dass das nächste große Ding in der Medienwelt aus China oder Russland kommt. Und dann habe ich das Gefühl, dass sich da ein neuer kalter Krieg auftut, weil ich glaube, es sind ja nur gerade keine Länder, die für Freiheiten bekannt sind und die es ihren Menschen auch nicht nützen. Aber ich glaube, es geht darum, die Marktmacht
der Amerikaner zu brechen. Ne? Also dass es in Zukunft auch ein heißes politisches Thema sein wird, wo die Server stehen, wer Zugriff drauf hat. Und das ist das Credo, was ich schon immer gesagt habe. Solange Amerika ein freies Land ist oder die USA ein freies Land sind, solange braucht man keine große Angst zu haben. Aber es kann jederzeit auch umschlagen. Und es geht ja dann nicht, ob ich falsche Mails kriege oder zugebuttert werde mit Werbung, sondern dann geht es darum, kriege ich morgen noch Wasser aus meinem Kran. Das ist eine Zukunftsfrage, die mit Technologie entschieden wird.